Was geht und herzlich willkommen bei uns beiden. Bei den Snüsslovers, jawohl. Heute geht es darum, was ist eigentlich genau in der Pouch? Was steht immer hinter auf der Dose und genau. Was bedeutet das Ganze? Also wenn du wissen willst, welche E479, was das heißt, dann bleib dran. Wir wollen heute einfach mal schauen, wie sieht denn so eine Inhaltsangabe von so einer Pouch denn aus? Und ich fand es mega interessant, dass das ganze Thema eigentlich aus einem Kommentar entstanden ist. Absolut richtig. Deshalb sagen wir mal, haut in die Kommentare, ja, was ihr noch von uns sehen wollt, was euch interessiert. Ja. Und dann kommt sowas wie heute bei raus. Ja, und vor allem, das ist eine sehr geile Frage. Mhm. Das muss man einfach sagen. Absolut. Weil wir konsumieren täglich, wissen eigentlich gar nicht so genau, was wir da... Was bedeutet die ganze E530, E860 und dann noch auf Skandinavisch oder Dänisch oder Schwedisch? Genau. Oder, genau. Ja. Wir haben uns angeschaut, was so ein ACX jetzt hier, Cool Mint, eigentlich alles so drin hat. Und müssen wir auch ganz klar sagen, vielleicht variiert es auch von Pouch zu Pouch ein bisschen. Wir haben die jetzt genommen, weil es für uns so die Vorzeigeobjekte sind, kann man richtig, mal sagen. Richtig. Gleich vorab, wir sind keine Chemiker, wir sind keine Vollspezialisten, keine Professoren, aber wir haben uns ein bisschen schlau gemacht. Gut, dass du das sagst. Und also wenn wir jetzt gleich ein paar Begriffe falsch aussprechen, dann... köpft uns nicht, sondern... es gab auf jeden Fall so ein paar interessante Punkte, muss man sagen, was sich da so drin befindet, was ich so gar nicht gedacht hätte. Richtig. Mhm. Wollen wir mal starten? Mhm. Und zwar, jeder weiß es, jeder kennt's. Aber in der Überschrift steht Snooze, das sollte man noch geschwind abgreifen. Ja, Snooze, wisst ihr ja Bescheid, haben wir eine Tabakfüllung und haben einfach die stinknormale Zusatzstoffe, die im Tabak sonst drin sind oder mit weniger Zusatzstoffe, genau, in der Richtung General oder was weiß ich, guckt. Aber uns geht's heute eigentlich hauptsächlich um Nikotin-Pouches. Genau, um die Pouch, genau. Wir haben hier eigentlich ein Gehäuse, ja, das meistens, beziehungsweise eigentlich immer, ja, Pflanzenfasern sind. Genau, außer wie innen. Genau, das hat mich überrascht. Ich dachte, der Stoff außenrum, also das Beutelchen, ist immer nur Zellulose, also Fasern, dass das auch noch innen drin ist. Habe ich nicht gewusst. Irgendeine Füllung brauchst. Ja, genau. Und zum Beispiel, ihr kennt ja von Royal Lifestyle, die haben dann diese Halbpflanze da drin. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ja. Aber da lassen natürlich die Hersteller sich auch immer was Neues einfallen. Es gibt Minze als Füllstoff, aber es sind halt meistens Pflanzenfasern. Genau. Unterschiedlicher Pflanzen. Ja. Mit was das gleich dann weitergeht, ist Wasser. Ja, genau. Ganz klar. Gekoppelt mit dem Nikotin. Genau, Nikotinsalz in dem Sinne. Genau. Das ist genau das, was hier bei den Nikotin-Pouches auch so schnell den Nikotin hervorholt. Viel schneller wie bei Tabak oder Snooze-Pouches, bei gewöhnlichen schwedischen Snooze-Pouches. Da kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt. Das Aroma. Und da sind wirklich die Grenzen eigentlich... da gibt es keine Grenze mehr. So also, sieht's aus. Ihr kennt ja unsere Reviews wirklich von Banana Eis bis weiß Gott, was wir schon alles an verrückte Geschmäcker hatten. Käse. Käse, ja. Eines der verrücktesten Aromen. Und natürlich darf Aroma nicht fehlen. Gar keine Frage. Ja. Würde ich mal sagen. Ja, wenn es im Rahmen bleibt. Für mich persönlich, wisst ihr Bescheid. Genau, aber das macht das Ganze interessant. So, und jetzt geht's in den fachspezifischen Teil. Lars, willst du schon mal mit dem ersten schönen Begriff anfangen? Ich spiegel da drüber, ich lese es ab und ich weiß jetzt schon, es stimmt nicht. Aber es ist ein Süßungsmittel und zwar ein Erythrit. Nee, Erythrit. Okay, super. Nick hat es gut gesagt. Genau, das ist einfach ein Süßungsmittel. Ich weiß gar nicht, wo du das O hergeholt hast. Ja. Also Erythrit, genau, ein Süßungsmittel. Und das fand ich so spannend, eins von vielen Süßungsmitteln. Richtig. Das ist eigentlich echt abgefahren, weil also man nimmt es ja gar nicht so in der Pouch wahr. Nee, also ja, nicht so bewusst. Also ich denke halt, dass der Nikotin, dass das was Bitteres ist und das ein bisschen ausgeglichen werden muss. Das ist so mein Gefühl. Also. Und deswegen haben wir hier nicht dieses wirklich tolle Süßungsmittel, das du so toll gesagt hast, sondern wir haben auch noch Birkenzucker. Genau, Xylit. Kennt vielleicht der ein oder andere, der mal im Abnehmwahn war. Also das ist ein ganz bekannter Zuckerersatz wie Stevia. Gibt es auch so große Dosen. Okay. Geschmacksneutral, aber ja, wer drauf steht, ist halt kein Zucker. Ist kein Zucker, aber ich denke, gesünder. Ich denke, es ist ja auch völlig okay, weil jetzt stell dir mal vor, du haust einen Snooze raus mit Kalorien. Das wird keiner nehmen. Genau, vor allem wenn Karies nachher davon kriegst, wenn Zucker drin ist. Genau, also das wäre nichts. Das,
Das bleibt aus. So, und jetzt fangen wir mal mit der ersten E-Nummer an. Das sind ja immer diese E-Nummern, die hinter dran stehen. Ja. Ob es Lebensmittel sind oder sonst was. Ja. Mehr rätselt immer, wie kommen die auf diese E-Nummern und um was geht es eigentlich? Genau, also eine sehr bekannte, wo auch in viele Lebensmittel, die du im Supermarkt kaufen kannst, drin ist E500. Genau. Das ist so ein klassisches Ding. Um was geht es denn da, Nico? Das ist ein Säureregulator. Das heißt, der Stoff ist dafür zuständig, dass der Säurebasegehalt einfach konstant kalter wird. Säurebase sagt euch vielleicht noch alle ein bisschen was aus dem Chemieunterricht. Und das wird hier einfach reguliert, gleichkalte damit. Ja. Genau, brauchen wir in dem Fall einfach. Ich sage jetzt einfach mal, die Industrie, die Snus-Hersteller, die müssen natürlich gucken, dass auch, wenn du die Dose länger liegen hast und du machst die auf, dass das Produkt nicht austrocknet. Ja. Da sind wir nämlich schon beim nächsten, beim E401. Das genau. Ist das Natrium-Maliginat. Natriumalginat, genau, richtig. Ja, denn Nico hat es auch geschrieben. Also ich kann auch immer sagen, ich sehe die Buchstaben nicht richtig. Genau, das ist einfach dafür da, dass das Lebensmittel, beziehungsweise in unserem Fall die Pouch, einfach diese Leichtfeuchtigkeit hat, beziehungsweise nicht so schnell aussieht. Genau, wird teilweise auch für Süßigkeiten zum Gelieren oder ja, für so Geschichten verwendet. Genau. Da kennt man das auch daraus. Ja. Und jetzt kommen wir was, wo vielleicht sogar der Name herkommen könnte ja. Von der Ace Pouch. Ja. Und zwar das, ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich probiere es einfach, Acesulfam. So hätte ich es, genau so hätte ich hätte vielleicht noch Acesulfam gesagt dazu, das ist vielleicht was. Und das ist eigentlich auch ein Süßungsmittel, ne? Ja, genau, kalorienfrei, hitzebeständig und hat ganz niedrige Ansprüche von der Verarbeitung her, deshalb wird es wahrscheinlich auch so oft verwendet. Richtig. Also ich denke gerade für so eine, wenn man es überlegt, so eine Pouch geht aus der Industriehalle raus, wird verpackt, kommt in der LKW, fährt irgendwo hin, da ist mal warm, mal kalt und genau deswegen ist das da drin, dass das einfach so schmeckt wie aus dem frisch vom Apparat. Und was man halt auch immer bedenken muss, gerade wenn es hier um Säurebase, um so Geschichten mit, wie man es halt hält, das Mittel. Genau. Man muss immer überlegen, man hat es wirklich an der Mundschleimhaut dran, eine ganz empfindliche Körperstelle und da muss das Produkt einfach passen, da darf es nicht ätzen, da darf es nicht, ja. Richtig. Und ich, also das wird mir immer mehr bewusster. Ich will eigentlich immer mehr wissen, was ich mir hier jetzt meinem Körper eigentlich zutue. Und deswegen sind manchmal Pouches, die ich ja nicht kenne, beziehungsweise wo vielleicht die Regulierung und die Kontrolle nicht so heftig ist wie bei anderen, sind bei mir immer so ein bisschen grenzwertig. Ja. Weil, wie du sagst, man hat es im Mund, es ist direkt Kontakt mit Zähnen, mit Zahnfleisch und da sollte man einfach ein bisschen drauf achten, was man denn da so konsumiert, finde ich. Bin ich bei dir. So, Kochsalz, der Klassiker in jedem Lebensmittel irgendwie eigentlich. In jedem, also Wasser, Kochsalz, das ist fast überall mit drin, genau. Würde ich sagen. Richtig. Ja, genau, und dann kommen wir zum letzten, das haben wir hier sogar nochmal einen extra Zettel gebraucht. Ja. Soll ich es machen? Du darfst es. Die Zahl kann ja ich sagen. Kaliumsorbat haben wir da nochmal. Genau, E202. Das ist eigentlich dafür da, dass die Konservierung von dieser Pouch nicht, ja, das hemmt ein bisschen die Bakterienkultur. Und Pilzbildung und so Geschichte. Also ist einfach da, um es haltbar zu machen. Genau. Sind alle Stoffe, also wenn man sie sich mal durchliest, man findet überall im Internet, ist schädlich, in welchem Maße ist schädlich. Man findet zu jedem einen kleinen Text. Ja. Ja, es ist immer eine Frage des Maßes, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach. Richtig. So wie es jetzt hier ist, das ist einfach ein Produkt, das passt. Da sind wir uns sicher, dass da auch wirklich nachgedacht wurde, dass hier Stoffe verwendet wurden, ja. Die gesundheitlich vertretbar sind. Noch. Die in der EU natürlich so genau, fest zugelassen sind. Genau, ja. Und natürlich muss man auch dazu sagen, Nikotin, ganz klar, wieder ein Produkt ab 18, auch wenn es hier einfach hier als Zusatzstoff so mit aufgezählt ist, aber ja. Einfach um das nochmal ins... sehr gut, Nico, ja. Schon sehr immer wichtig, genau. So sieht's aus. Und der Rest, müssen wir einfach sagen, wir haben es jetzt mal alles rausgegoogelt. Für uns waren jetzt ganz viele Sachen dabei, die uns vielleicht gar nichts gesagt haben. Aber ich denke, jetzt war es mal interessant, auch mit den ganzen Süßstoffen, was drin ist. Also genau, also ich denke, das ist ein Bruchteil von dem, was eigentlich noch viel, viel mehr drin ist. Man könnte noch viel mehr ins Detail gehen. Da ist einfach jetzt, das seid ihr jetzt gefragt, haut mal in die Kommentare, was ihr so rausgegoogelt habt, was da noch drin ist. So ist es. Und lasst mal in die Kommentare und einfach so ein bisschen im Austausch sein. Und wenn euch noch irgendein spezieller Stoff von da jetzt interessiert, schmeißt einfach in Google rein, lasst euch mal den Wikipedia-Eintrag raus, da könnt ihr wirklich seitenweise drüber nachlesen. Und ja, es gibt immer verschiedene Aussagen zu jedem
zu jedem Stoff. Also was mich freuen wird, vielleicht ist jemand dabei, wo sich ultimativ gut da auskennt. Also wirklich ein richtiger Pro. Da gibt es bestimmt einen oder anderen. Und der soll mal richtig in die Kommentare eskalieren. Ablehnung. Mal richtig, genau. Richtig mal schreibe, was, ja, was er weiß. Ja? Beziehungsweise was... Ja, wenn man da in der Branche ist, dann weiß man da natürlich deutlich mehr, wie wir... Mit Sicherheit, aber das wäre vielleicht für uns mal das Nächste. Vielleicht kommen wir mal in so eine Art Snuslabor. Oh, in der, ja, Produktion waren wir schon. Ja, das wäre cool. So, das war unsere kleine Chemie-Wissenssendung. Genau. Auch wenn wir nicht die großen Wissenschaftler sind, aber nein, ich denke, wir konnten ein bisschen aufklären, konnten ein bisschen die Zutaten aufschlüsseln. Ja. Und das war's. Genau so. Wer will's wissen? Also mein Fazit ist da einfach das, was ich gerade vorhin schon gesagt habe. Passt einfach ein bisschen auf, was ihr konsumiert. Mhm. Macht euch Gedanken vorher und geht da einfach ein bisschen, ja, bewusst damit um. Das ist das richtige Wort. Bewusst, genau. Guter Abschluss. Bewusster Konsum. Jetzt sagen wir nur noch eins. Nusikowski, wir sind raus. Ciao. Ciao, ciao.